Das Video entstand in Zusammenarbeit mit Foto Görlitz, dein Händler aus Ostwestfalen, für Leica-Kameras und Objektive. Hallo und herzlich willkommen! In diesem Video erzähle ich dir etwas über die Leica S3. Die Leica S3 ist ein echtes Schwergewicht. Wir haben einen Mittelformatsensor und einen Neupreis von 18.000 Euro. Ohne Objektiv natürlich. Ein kleiner Spoiler vorweg, dieses Video wird das schwierigste YouTube-Video, das ich jemals aufgenommen habe, denn die Leica S3 kann auf der einen Seite ein paar Dinge extrem gut, das ist aber ehrlich gesagt nicht so eine große Überraschung bei dem Preis, und auf der anderen Seite kann die Kamera ein paar Dinge extrem schlecht. Und das ist dann tatsächlich eine Überraschung. Jetzt möchte ich euch natürlich sehr ehrlich über diese Kamera informieren, aber auf der anderen Seite möchte ich auch niemandem auf den Schlips treten. Darum brauche ich heute sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl. Und ich hoffe, das wird mir gelingen. Zu Beginn werde ich euch jetzt ein paar Sätze vorlesen. Das wird jetzt ein bisschen langweilig für euch, aber das muss ich machen, denn das ist das offizielle Marketing von Leica zu der S3. Das ist also nicht das, was ich über die Kamera sage, sondern das sagt Leica offiziell über diese Kamera. Leica sagt, die S3 vereint das Beste aus zwei Welten. Leica meint damit, wir haben einmal die Mittelformatwelt und ihr bekommt bei der S3 die krasse Bildqualität vom Mittelformat, ihr bekommt den Mittelformat-Look, aber auf der anderen Seite haben wir noch die Vollformatwelt, denn ihr bekommt die Vielseitigkeit einer Vollformatkamera. Und das, liebe Leute, ist ein echter Hammer. Stellt euch eine Mittelformatkamera vor, die aber genauso flexibel und vielseitig ist wie eine hochmoderne Vollformatkamera. Wir lesen mal weiter. Dank der hohen Sensorempfindlichkeit von bis zu ISO 50.000 ist die Leica S3 nicht auf Studiolicht angewiesen. Leica sagt also selber, die S3 ist keine reine Studiokamera. Ob on-location, in der Reportagefotografie, bei Konzertaufnahmen oder bei Einsätzen auf Hochzeiten, wo immer vorhandenes Licht genutzt werden soll, spielt die Leica S3 ihre Stärken aus und setzt die Vorteile des großen Formats ins rechte Licht. Habe ich da etwas von der Eventfotografie gelesen? Von Konzertaufnahmen, von Reportagen, von Hochzeiten? Da werde ich natürlich hellhörig, weil das ist genau mein Thema. Ich bin Hochzeitsfotograf. So, dann sagt Leica nochmal, ISO-Werte von bis zu 50.000 ermöglichen professionelle Ergebnisse in jeder Umgebung. Das sind mal Aussagen, liebe Leute. So, was ist noch wichtig? Der Autofokus, oder? Lesen wir mal, was Leica zum Autofokus sagt. Die Überschrift, schnell auf den Punkt. Das überarbeitete, prädikative Autofokussystem der Leica S3 ist immer einen Schritt voraus. Objektiv und Kamera bilden eine Einheit, die den direkten Weg zum scharfen Bild nimmt. Der Autofokus ist auf eine ebenso schnelle wie sanfte Annäherung an die optimale Schärfe ausgelegt. Habt ihr gehört? Der Autofokus ist sanft und der Autofokus ist schnell. Für die dynamische Fotografie unverzichtbar. Ja, das meine ich aber auch. Ich würde meine Fotografie als dynamisch bezeichnen und die Kamera wird mir vom Lesen immer sympathischer. Auf diese Punkte, die Leica offiziell über die S3 sagt, gehe ich im Laufe des Videos ein und sage euch, wie es tatsächlich ist. Ich hatte ja letzte Woche die Leica S2. Und die Leica S2, die Leica S006, die Leica S007 und die Leica S3 sind sich sehr, sehr ähnlich. Also wenn ihr verbundene Augen habt, einfach nur so vom Anfühlen, ist das schon ziemlich ähnlich. Und das sind echte Panzer, das muss man einfach sagen. Die Kamera ist unglaublich hochwertig, ist sehr, sehr robust und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Kamera auch in 10 Jahren noch super funktioniert. Habe ich keinen Zweifel dran. Und damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie die Kamera sich so anhört und anfühlt, habe ich ein kleines Video gedreht und das spielen wir jetzt mal ein.
Wenn dich die technischen Daten interessieren zu der S3, dann schau doch bitte mal auf der Leica Homepage vorbei. Da kannst du alles bis ins kleinste Detail nachlesen. Da gehe ich wie immer nicht drauf ein. Nur mal eben schnell das Wichtigste. Wir haben einen Mittelformatsensor und der ist 30x45mm groß und hat eine Auflösung von 64 Megapixeln. Mann, oh Mann. So, und der Dynamikumfang wird mit 15 Blendenstufen angegeben. Liebe Leute, Mittelformatsensor, 64 Megapixel, 15 Blendenstufen Dynamikumfang, das ist schon Hammer. Muss ich da noch was zu sagen? Die Bildqualität wird überragend sein. ISO haben wir von 100 bis 50.000. Das ist viel. Die S006, 1600, mehr geht da nicht. Ne? Und da kommst du relativ schnell hin und dann geht halt nicht mehr. Dann musst du mit der Belichtungszeit runtergehen. Wir haben einen Schlitzverschluss und einen Zentralverschluss. Ihr könnt auswählen. Für den Zentralverschluss braucht ihr auch spezielle Objektive. Das ist aber nicht so ein Problem, weil Leica da einige im Angebot hat. Und wenn ihr den Zentralverschluss wählt, dann könnt ihr mit einer 1000stel blitzen. Das ist interessant fürs Studio. Die Studiofotografie ist genau zu 0% Teil meines Lebens. Es interessiert mich auch leider überhaupt nicht. Und deshalb gehe ich da nicht weiter drauf ein. Wenn dich das interessiert, dann musst du dir ein anderes Video anschauen. Leica erwähnt an jeder Stelle, dass man mit der S3 wunderbar filmen kann. Auf der Homepage ist sogar eine S3 abgebildet in so einem Kamera-Case mit Mikrofon oben drauf und so weiter. Ja, man kann mit der S3 in Cine 4K filmen. Das ist natürlich eine grandiose Auflösung. Aber wir haben zum Beispiel eine Farbtiefe von 8 Bit. So, das konnte jetzt ehrlicherweise Sony schon vor vielen, vielen Jahren. Und die modernen Vollformatkameras haben da einen ganz anderen Standard. Also 8 Bit... ja, ist jetzt nicht so der Hit. Und wir können noch nicht mal in Zeitlupe filmen. Also selbst bei Full HD können wir keine 50 FPS oder 60 FPS auswählen. Das kann die Kamera nicht. Die Serienbildgeschwindigkeit wird mit 3 Bildern pro Sekunde angegeben. Ja, das ist doppelt so schnell wie die S006. Die schafft nur 1,5 Bilder die Sekunde. Aber die S006 kann dafür 20 RAWs am Stück, ohne langsamer zu werden. Die S3 kann nur 6 Bilder am Stück, ohne langsamer zu werden. So, was ist euch jetzt lieber? Eine Kamera, die etwas langsamer ist und dafür 20 Bilder am Stück langsam ist? Oder eine, die 6 Bilder ziemlich schnell kann und dann halt schon langsamer wird? Geschmackssache. So, Leica sagt, die Kamera ist für alle Lichtverhältnisse geeignet und wir haben 15 Blendenstufen Dynamikumfang und 64 Megapixel Auflösung. Ich habe mir gedacht, ich gehe einfach mal in den Wald und mache ein paar Aufnahmen, ein paar schöne Landschaftsaufnahmen. Drei Dinge an der S3 sind tatsächlich komplett überragend. Das erste, Größe und Gewicht. Ja, wenn du von der Leica M kommst, dann ist die S3 natürlich ein riesiger Schrank. Aber ich dachte eher daran, die S3 mal mit anderen Mittelformatkameras zu vergleichen. Gerade die etwas älteren, Hasselblad und Co., da macht die S3 schon einen schlanken Fuß. Das habe ich nicht direkt gemerkt, weil wie gesagt, ich arbeite relativ viel mit der Leica M. Und dann ist die S3 natürlich viel, viel größer. Aber als ich dann die Aufnahmen von mir selber gesehen habe, wie ich mit der Kamera in der Hand durch die Gegend laufe, da habe ich schon gedacht, ja, das könnte auch eine ganz normale Spiegelreflex-Vollformatkamera sein mit einem 24-70-Objektiv. Zweiter Punkt, Schärfe und Details sind natürlich einfach krass. 64 Megapixel, wenn du vernünftig belichtest, wenn du nicht verwackelst. Irre. Hier dieses Bild zum Beispiel. Das könnte ich ja auch mit einem 50mm aufgenommen haben. So vom Bildlook so ungefähr. Die Tropfen sind ziemlich scharf. Das habe ich aus der Hand aufgenommen. Das kriegt man mit Stativ natürlich noch viel schärfer. Ja, nee, aber es wurde umgerechnet auf Vollformat mit 18mm aufgenommen. Das ist ein Weitwinkelbild. Ich habe nur ordentlich rangezoomt. Also wirklich, wirklich krass. Wenn du da Spaß dran hast, bis zur Unendlichkeit ran zu zoomen oder wenn du wirklich diese Bildausschnitte benötigst, du wirst deine helle Freude daran haben. Wahnsinn. Was mich persönlich viel, viel mehr interessiert, ist der Dynamikumfang. Da habe ich richtig Spaß dran. Und da ist die Kamera einfach nur krass. Du kannst aus einem Bild, das komplett dunkel ist, was du da rausholen kannst an Details, unglaublich, wirklich, wirklich
überragend. Mein kleiner Waldspaziergang hat zum Vorschein gebracht, dass die Leica S3 ein großes Problem bei der Belichtung hat. Wenn ich ein Foto so belichte, wie der Belichtungsmesser von der S3 es gerne möchte, dann habe ich ein fast schwarzes Foto. Also ich rede wirklich nicht über dunkle Fotos, ich rede über viel zu dunkle Fotos. Ich habe die Kamera mehrfach zurückgesetzt, ich habe ewig im Menü gesucht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe verschiedene Messmethoden ausprobiert, immer dasselbe Resultat. Damit ihr euch das vorstellen könnt, wie das in der Praxis war, ich hatte die Belichtungskorrektur auf mindestens plus 1,5 gestellt und oft auch auf plus 2. Und dann habe ich keine hellen Fotos gekriegt, sondern Fotos so, wie ich es mag. Und ich belichte relativ dunkel. Damit ihr einen Vergleich habt, bei meiner Leica M habe ich die Belichtungskorrektur immer auf minus 0,7 gestellt und bei meiner Sony auch. Das bedeutet, Leica M minus 0,7, Leica S3 plus 2 in der Belichtungskorrektur, um dasselbe Foto zu kriegen von der Belichtung her. Ungefähr. Wahnsinn. Ein riesiger Unterschied. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja, wenn man das weiß, dann mache ich halt immer eine Belichtungskorrektur von plus 2. Ja, kannst du machen, aber dadurch haust du dir den ISO natürlich extrem hoch, um das auszugleichen. Ich hätte euch gern Fotos gezeigt bei Blende 8, mit ISO 100, beinahe 500stel Belichtungszeit zum Beispiel, um euch wirklich mal zu zeigen, das kann die S3. So scharf ist die, so viele Details kann diese Kameras abbilden und so weiter. Kann ich euch leider wirklich nicht zeigen. Ihr habt es eben im Video gesehen, ich bin jetzt nicht gerade im tiefsten Wald rumgelaufen. Das war ein großer See, eine große, große Lichtung. Da war viel Licht vorhanden. Ich bin um 12 Uhr zur Mittagszeit war ich dort. Ja, es war bewölkt und ja, wir haben Herbst. Aber das Licht war jetzt alles andere als schlecht. Und ich konnte die Kamera nur bei Offenblende nutzen, mit einer 250stel. Und ISO war fast immer auf 6400 gestellt. Und ja, wir haben 64 Megapixel und eine 250stel. Das ist jetzt nicht gerade nach Empfehlung. Ich weiß, aber was soll ich machen? ISO 6400, natürlich ist das kein großes Problem für die Kamera, wobei das Farbrauschen schon relativ stark ist. Aber natürlich kriegst du das gerettet in Lightroom. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Wenn du dir für 18.000 Euro eine Mittelformatkamera kaufst mit 64 Megapixeln, dann hast du doch Spaß am Ranzoomen oder du brauchst die Bildausschnitte. Und es ist doch einfach so, je mehr ISO du brauchst, desto schlechter wird die Bildqualität wieder. Und im besten Fall nutzt man so eine Kamera doch bei ISO 100. Meiner Meinung nach, die Leica S3 ist eine Schönwetterkamera. Und nicht nur eine Schönwetterkamera, sondern eine Sommer-Schönwetterkamera am besten. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder die Kamera, die ich getestet habe, hat einen Defekt. Das kann natürlich sein, das würde jetzt nicht unbedingt für Leica sprechen, weil die S3, das ist das absolute Topmodell. Und ich denke mal, von der S3 werden jetzt keine riesigen Stückzahlen verkauft. Und wenn dann eine nagelneue S3 das Band verlässt und defekt ist, ja, wäre nicht ganz so glücklich, aber könnte natürlich sein. Die zweite Möglichkeit wäre, Leica hat das mit Absicht gemacht, dass die Kamera so belichtet. Dann frage ich mich aber, warum. Also mir würde kein Grund einfallen, weil die alte, die S2 und auch die S006, da ist das nicht der Fall. Die belichten ganz normal. Ich habe einfach mal eine Mail an Leica geschrieben. Die Mail, das ist jetzt 6 Tage her, ich habe keine Antwort von Leica bekommen. Leica sagt, die S3 eignet sich wunderbar für die Eventfotografie, für Reportage, für Hochzeiten. Also habe ich die Kamera einfach mal mitgenommen zu einem Pärchenshooting, weil das ist ja genau das, was ich mache. Ich fotografiere ziemlich viele Paare, ich fotografiere ziemlich viele Hochzeiten und da wollte ich einfach mal wissen, wie schlägt die Leica S3 sich auf diesem Gebiet? Kurz machen, die Leica S3 ist für die
Reportagefotografie, egal welche Art von Reportagefotografie, weil da geht es um Momente, da geht es um Schnelligkeit. Du hast oft nur eine Sekunde Zeit für einen Moment. Das Licht ist mal gut, mal schlecht, mal ganz schlecht. Da ist die S3 die ungeeignetste Kamera, die mir einfallen würde. Komplett nicht geeignet. Und das liegt eigentlich nur an einem einzigen Grund, der Autofokus. Der Autofokus der S3 ist eine Vollkatastrophe. Das hat sich schon angedeutet im Wald. Da war das Licht ja noch ganz gut und da hat der Fokus schon immer rumgesponnen und hin und her. Und ja, da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird kein Spaß. Und dann beim Pärchenshooting, nach einer Minute habe ich die S3 weggelegt und habe meine Sony geholt. War wirklich so. Weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt weiter fotografiere mit der S3, werde ich keine guten Bilder haben. Wir waren unter anderem im dunklen Treppenhaus. Dass die S3 da den Fokus nicht findet, habe ich Verständnis für. Kein Problem. Meine Sony hat trotzdem sofort den Fokus gefunden und das Bild war wunderbar. Okay. Aber die S3, das verzeihe ich ihr. Aber wenn ich dann doch an einem großen Fenster sitze und es ist 14 Uhr und das helle Licht kommt rein und das Pärchen sitzt direkt am Fenster und der Fokus sagt bzz, 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 bzz. Alter, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und wisst ihr, was mich daran so ärgert? Ich hätte die Kamera nach diesem Wochenende wieder weggeschickt und ich hätte den Stempel drauf gemacht, ich bin nicht der richtige Kunde für diese Kamera. Das, was ich mache, dafür ist die Kamera einfach nicht geeignet. Es gibt Kunden für diese Kamera. Ich gehöre nicht dazu. Alles gut, es hat Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung und weg damit. Alles wäre okay gewesen. Aber dann habe ich den großen Fehler gemacht und ich war auf der Leica Homepage und habe mir durchgelesen, was Leica über diese Kamera schreibt. Reportagefotografie, Hochzeitsfotografie, egal unter welchen Lichtbedingungen die Kamera performt, der Fokus ist super und schnell und präzise und soft, dieser Fokus soll soft sein, sagt Leica. Der Fokus der S3 ist der härteste Fokus, den ich je gehört habe. Du hörst den die ganze Zeit, der ist hart, der ist laut, der ist alles andere als soft. Das ist einfach in meinen Augen eine komplette Falschaussage. Wirklich komplett. Und als ich das gelesen habe, ich hatte richtig Wut in mir. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Hatte ich da irgendwie eine andere S3? Gibt es da verschiedene Modelle von oder was? Mann, habe ich mich geärgert. Und ich sag euch was, ich habe hier eine Nikon, eine F80. Ist eine alte Kamera, ich glaube aus den 90ern oder so. Analog. Und ich habe die gekauft für 25 Euro. Ganz guter Zustand. Und der Autofokus von der F80, der ist spürbar besser als von der S3. Und das sage ich jetzt nicht einfach, um hier einen rauszuhauen. Nee, das ist tatsächlich so. Ich habe es gerade nochmal ausprobiert. Und da ärgert mich komplett diese Falschaussage, diese bewusste Falschaussage von Leica. Wenn du dir diese Kamera trotzdem kaufen möchtest, für die Reportage, für die Hochzeitsreportage zum Beispiel, ja, selbst schuld, dann buche ich dich auf jeden Fall nicht für meine Hochzeitsbilder. Weil ich dann halt keine Fotos habe von Momenten. Weil deine Kamera, ach man, nicht schön. Der Fokus ist nicht gut. Und ihr habt vielleicht mein Video gesehen zur S006. Ich war ziemlich begeistert von dieser Kamera und auch jetzt, die Kamera ist mir einfach super sympathisch und ich würde sie mir kaufen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wie passt das denn zusammen? Ja, die S006 kostet halt nicht 18.000, die hat mal so viel gekostet und kostet jetzt nur noch 2.000, 3.000, 4.000, je nach Zustand. Die Bildqualität ist auch überragend und ihr habt einen krassen Dynamikumfang. Ja, die S3 ist dann nochmal eine andere Liga, okay, aber trotzdem ist die Bildqualität von der S006 extrem gut und das macht sehr, sehr Spaß, mit dieser Kamera zu fotografieren. Und ja, der Fokus ist schlecht. Der ist schlecht. Aber bei einer Kamera von 2012, da verzeihe ich das. Da ist der Fokus dann halt nicht so gut. Aber bei einer Kamera, die 8 Jahre später auf den Markt kommt, die Weiterentwicklung von der S006 und S007, und da ist der Fokus genau gleich schlecht. Das verzeihe ich nicht für 18.000. Und vielleicht auf dem Datenblatt hat Leica an dem Autofokus gearbeitet, weiß ich nicht. Habe ich mir nicht durchgelesen, keine Ahnung, ist mir auch egal. In der Praxis ist es nicht spürbar, dass zwischen S006 und S3 irgendwas am Fokus passiert ist. Und da bringt euch auch ISO 6000 und 8000 und 12000 bringt euch überhaupt nichts, weil dann, wenn ihr ISO 8000 bräuchtet, findet euer Fokus sowieso nichts. Also macht das gar keinen Sinn, dass die Kamera bis ISO 50.000 geht. Oh, Leute, ich will mich jetzt nicht aufregen
und ich will die Kamera auch nicht schlecht machen, denn bitte, bitte vergesst nicht, was ich Positives über diese Kamera gesagt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so guten Dynamikumfang gesehen. Ich habe noch nie in meinem Leben eine so krasse Auflösung gesehen. Und das noch in Kombination mit den wunderschönen Leica-Farben. Wirklich, wirklich toll. So, bitte nicht vergessen. Aber für die Reportagefotografie ist diese Kamera komplett nicht die richtige. Und das ärgert mich, weil Leica sagt, es ist genau dafür die richtige Kamera. Und ich würde mir, um das ganze Video jetzt abzuschließen, ich würde mir für 8000 Euro irgendeine Leica M10 kaufen. Eine M10R oder D oder P oder wie auch immer. Ich würde mir sogar für 18.000 Euro irgendein M10 Sondermodell kaufen, wenn ich das finanziell verschmerzen könnte. Würde ich machen. Ich würde mir aber niemals für 18.000 Euro eine Leica S3 kaufen. Würde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Die Welt sieht natürlich schon ganz anders aus, wenn die Kamera in 1, 2, 3 Jahren bei Foto Görlitz viel günstiger zu haben ist. Aber neu für 18.000 Euro mit diesem Autofokus, nein, nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich die Kamera nicht sonderlich mag. Ja, vielleicht ist es trotzdem für dich genau die richtige. Informier dich. Schau sie dir an, leih sie dir aus und testen, 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 bevor du so viel Geld ausgibst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Du kannst dir wie immer ein paar RAWs runterladen. Dann kannst du selber mal ausprobieren, was man aus dieser Kamera so rausholen kann. Mach's gut, bis bald. Ciao.